Scheiße. Alter, seid ihr wahnsinnig? Motor explodiert. Na, schönen Dank, oh Alter, echt. Mann, war halt ein Rennen, ey. Leck mich am Arsch. Ey, wenn ich den Mustang GT nicht verhauen hätte, hätte ich das ja nicht gewinnen können, ey. Alter, da ist mir ein paar Mal der Motor explodiert. Das gibt's doch nicht, ey. Was für ein Scheiß. Und Eco. Cool. Okay, wir fahren zum Tuning Shop. Ein Chip, der kann echt nicht schaden. Allerdings hier drüben könnte auch nicht schaden, wenn ich den mal kriegen, wenn ich den mal kriegen würde. Aber egal, ich kann den ja noch ein bisschen trimmen in der Garage, beziehungsweise. Wenn ich in so einen Tuning Shop fahre, kann ich das da auch machen. Gerade für Beschleunigungsrennen brauche ich mehr Endgeschwindigkeit. Mal sehen, wo die Neons lang gehen. Ups, scheiß Wände. Ja, platz die Gummibäume, ich komme hier auf der Straße lang. Hier geht's nicht um den praktischen Nutzen. Im Tuning-Shop kann Pferdestärken bedeuten Speed, also Tune. Dein Motor muss auf die ganzen neuen Teile abgestimmt werden. Dafür gibt es Steuergerät-Upgrades, die die Leistung optimieren. So. Im Antriebsstrang verlierst du die meiste Power. Tausch das Serienfahrwerk gegen ein Nitro ist das Glycerin der Rennsportwelt. Gute Reifen entscheiden über das Fahrverhalten. Denk dran, mit besseren Bremsen verkürzt du dein setzt dein Auto auf Diät. Weniger Gewicht. Hey, ein Turbolader gibt deinem Wagen extra Schub und Katapult. Ja. Okay, machen wir die Aufnahme ein bisschen länger. Ich gucke hier mal vor allem für Beschleunigungsrennen, dass ich das Auto da ein bisschen mehr auf Endgeschwindigkeit bringe.
Leistung und Handling solltest du auf die einzelnen Renntypen abstimmen, um das Optimum aus deinem Wagen rauszuholen. Prüfstand und Teststrecke helfen dir dabei. Okay, 284 Einstellungen. Also es ist so, das Fahrwerk bestimmt, wie dein Wagen auf Stöße und seitliche Kräfte reagiert. Die Fahrwerkskomponenten arbeiten wie ein Team und müssen aufeinander abgestimmt werden, damit sie gut funktionieren. Ich empfehle dir, zuerst die Stabilisatoren einzustellen, dann die Dämpfer und danach die Federn. Deine Gegner schlafen natürlich nicht, deshalb solltest du deine Beschleunigung und deine Höchstgeschwindigkeit genau abstimmen. Und das machst du über die Übersetzung. Aber vergiss die Schaltpunkte nicht, die müssen auch eingestellt werden. Die habe ich hier noch nicht. Hey Mann, du willst doch bestimmt auch schneller durch den Grip und Bremsleistung deines Wagens werden durch die Qualität deiner Reifen und Bremsen beeinflusst. Hör mal zu. Dein Is... Yo, hier bist du richtig... Okay, jetzt wird's heftig. Nitro. Das kühle Nitrogas wird aus Flaschen in den Motor eingespritzt und erhöht kurzzeitig die Leistung. Unbedingt einbauen, okay? Was nützt mir eine Beschleunigung? Was ist mit euch nicht in Ordnung? Was nützt mir nämlich? Ach Quatsch. Okay. Also irgendwie muss ich aufpassen, dass ich keine zu langen Strecken an Beschleunigungsrennen fahre, sonst habe ich ein Problem. Na gut. Modusauswahl. Prüfstand. Okay, machen wir alles entsprechend dem. Also das ist ja wohl ein Hammer, oder? Ganz ehrlich. Okay, und zur Belohnung nach dem ganzen Setups hier. Machen wir noch den in. Werde den Street X und dann ist gut. Zu viel Auswahl. Noch nicht. Genau. Ups. Ja. So. Drift. Ja. Beim Drift gibt es ja kein was, also wollte ich das auch nicht einstellen. Theoretisch. Beschleunigung kann man da YouTube rufen. Und zwar ganz gewaltig. Bremsen braucht man da immer mal wieder. Okay. Oh, wir stehen trotzdem so ein. So. Ja. Modusauswahl, ja. Dass er das dann aufnimmt, das Rennen. Mal gemacht, das Street X.
So. Gut. Jetzt noch schnell Straight X. Und da ein Stück die Straße runter, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, ich habe auf die Bremse getreten. Egal. Sollte man jetzt echt klar sein, was ich mit mir anlegt, verstehen kann sie. Ah, Mann! Irgendwie sind die Bremsen noch nicht so, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Ja, du kannst bremsen, wenn du willst. Das knallt immer in den Rennkurven. Oder so. Boah, zum Glück sind die oben in dem Kreis, ey. Ich hab echt schon Schiss, ey, für die Wale. Ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Wir sehen uns vielleicht zu viel, aber ihr wisst, was ich meine.